Hallo, guten Tag. Deep Dating besteht aus vier wichtigen Aspekten. Der erste ist Augenhöhe herstellen. Den habe ich in einem anderen Video erläutert. Der zweite Aspekt ist, dass wir herausfinden, wie man am besten zuhört und das übt und das tiefer macht und das stärker macht. Der Effekt vom Zuhören ist, dass eine Verbindung entsteht zum Gegenüber, wo eine grosse Kraft hat. Sie kennen das vielleicht. Da erzählt jemand von einem Haus und sie haben selber schon mit einem Haus viele Erfahrungen gemacht und ihre Gedanken gehen zu ihrer Geschichte und ihrem Haus und ihren Erfahrungen mit dem Haus und den Handwerkern oder allem, was dazugehört. In dem Moment sind sie nicht mehr wirklich präsent oder am Hören mit der Person, die ihnen etwas erzählt. Das ist schade, weil sie sind entfernt und die andere Person redet eigentlich an einem Mur. Das kann man besser machen und das ist das, was wir werden üben werden, nämlich indem wir bewusst immer wieder einen Leerraum schaffen und, wenn Sie so wollen, Ihre Ohren grösser machen und Ihren Fokus auf die andere Person ausrichten und das eigene in den Hintergrund stellen. Interessanterweise ist das für die gegenübersitzende Person, die Ihnen erzählt, fühlt sich sehr gut an. Ich hatte schon Menschen, die haben mir dann lang erzählt von ihrem ganzen Leben. Und eigentlich war es nicht der Kontext dazu gewesen. Man erwartet nicht von einer Servierfrau, dass sie eine Stunde lang von ihrem Leben erzählt. Aber sie hat sich so wohl gefühlt, dass ich ihr nur zugehört habe, dass das passiert ist. Wir haben uns vorher noch nie gesehen. Das ist der Raum. Und dann das Zweite ist, dass ich vielleicht nicht nur grosse Ohren mache, sondern vom Verstehwillen weggegangen und einfach vom «Ich bin präsent» mit dem, was ich gegenüber habe, in einen neuen Modus hineingegangen. Wenn Sie so wollen, ist das Verschieben vom Hören mit den Ohren zum Hören mit dem Gefühl oder zum Hören mit dem Herz. Das ist einer der spannendsten Aspekte in meiner Arbeit. Und ich habe das lange gelernt in Bezug auf Frauen. Frauen sind für mich lange Zeit in meinem Leben ein grosses Rätsel gewesen und ich habe nicht so recht verstanden, wie Frauen funktionieren. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich es nicht mehr verstehen muss, dass also nicht mehr der Aspekt wichtig ist, sondern der vom Gefühl her mehr wichtig ist. In dem Moment hat sich die ganze Erfahrung fundamental geändert und ich habe die viel, viel schöneren Erfahrungen gemacht. Es ist viel mehr Ruhe ins System hineingekommen. Ich verstehe vieles von euch Frauen heute noch nicht, aber ich habe mich entschieden, dass ich euch wohlgesinnt bin, dass ich euch gern habe, dass ich euch wertschätze. Und wenn ich in dieser Haltung einer Frau gegenüber sitze, und es betrifft nicht nur Mann-Frau, sondern ganz grundsätzlich das Gegenüber, dann passieren Begegnungen, die schöner nicht sein könnten. Es kann aber auch sein, dass ich dann nicht mehr genau weiss, was sie erzählt hat, weil ich einfach in Wertschätzung ihr gegenüber sitze. Und wie ihr werdet merken oder wie sie werdet merken, es ist dann gar nicht mehr so wichtig. Weil was sich einstellt, ist eine Verbindung, ist ein Bezug, ist eine Beziehung. Es ist eigentlich das, was man macht, wenn man mehr Beziehung machen will. Das war das Video über die Kunst vom Zuhören vom Deep Dating. Ich freue mich. Seid's gesehen. Bis bald. Danke vielmals.